Ja, hier sind wir auch schon in Runde 2. Und zwar spiele ich jetzt gegen den Marvin, also Kiwi heißt er hier, oder Kiwi, er ist ein Deutscher. Und mal schauen, wie es läuft. Bis jetzt hat er hier immer Trap-Ramp gespielt. Ich hoffe, dass er es wieder spielt, weil es nämlich für uns ein gutes Matchup. Ja, wir haben kein Grün. Wir sind aber on the draw. Eigentlich sagt man halt niemals eine Hand ohne Grün. Wir gehen einfach das Risiko hier mal ein. No risk, no fun. Reflection Pool, okay. Dann spielt er jetzt vielleicht Five Color. Ursprünglich wollte ich ja den Try-Event noch aufnehmen. Da allerdings war Camtasia der Meinung, dass du am Ende alles löschen musst. Ja, das war dann blöd. Da musste ich übrigens auch schon gegen Kiwi spielen und da hatte er ja Trap-Ramp gespielt. Five Color Control, wirklich sehr, sehr cooles Deck. Oh, das ist nicht der Ernst. Also, das ist das Ganze mit halt niemals eine Hand ohne Grün. Jetzt gehen wir total ein. Da hätte man den Maligen nehmen sollen. Und da wird dann wieder ordentlich drauf gedinkelt. Natürlich ziehen wir nicht. Na, Wahnsinn. Doch. Ja, da konnte Benslayer. Oh, Wahnsinn. Doch, wir ziehen doch mal grün. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Allerdings kann jetzt Benslayer ganz, ganz schnell dafür sorgen, dass wir das Spiel nicht mehr gewinnen können. Ja, die Bombe ist uns komplett egal. Versuchen wir uns mal zu kultivieren. Ja, wir müssen den Benslayer unbedingt loswerden. Ich komme überhaupt nicht drum herum. Und deswegen müssen wir hier ausnahmsweise wirklich mal zwei Mountain raussuchen. Und ja, das Problem ist ganz einfach. Wir können mit einem Hero nicht den Forest opfern und einen Mountain opfern, weil man auch nicht, weil alles schon so knapp ist. Deswegen bin ich hier an der Stelle dafür, den Turn einfach abzugeben. Etwas Glück ziehen wir jetzt den Mountain noch nach. Und ohne Mountain haben wir das Spiel eigentlich an dieser Stelle schon direkt verloren. Dann kann ich nur hoffen, dass es mir nicht so geht wie im Trial. Ich habe nämlich kein Out gegen Leyline im Sideboard. Und ja, ich sehe schon, dass ich eindeutig mein Sideboard anpassen muss. Ja, das ist das GG.